So, da bin ich wieder. Ich habe aus Versehen den eingesammelt, weißt wo der in echt lag. Könnt ihr euch vorstellen? Hier. Total dumm. Hab ich gar nicht gesehen, ey. Ah. Egal, wir haben jetzt alles. Stimmt's? Ja, haben wir. Dann gehen wir nämlich als nächstes in... Gehen wir als nächstes zu Götzenpferde. Da würde ich als nächstes hin. Ja, dass wir die erste Welt heute fertig komplettieren. Hatte ich eh vor und dann... ist geschafft. So, geschafft. Wie schnell will ich das nächstes machen? Ich will alle Level, die aus der Sommerwelt sind, erstmal weg haben. Alles, was es hier gibt. Edelsteine fehlen mir auch noch einige, Kugeln auch. Ja, guck ich mal hier. Aber hier ist nichts. Yep. Da will ich nicht hin. Wo gibt's denn hier noch zwei Kristallkugeln? Im Sommerwald. Ich mach jetzt mal Pause. Ich muss mich für das nächste große Rennen auf der Ozeanstrecke ausruhen. Dann guck ich hier nochmal unter Wasser. Aber... erstmal die beiden Level, die will ich erstmal komplett weg haben. Ja, ganz cool. Mal angefangen mit der Götzenquelle. Haben wir schon gesehen. Da gibt's nämlich noch einiges. So wie das da. Hier ist sogar noch was. Habe ich mir doch gedacht. Habe ich mir irgendwo fast gedacht schon. Ich wurde hier mit all unseren Werkzeugen eingesperrt und diese riesigen Götzenköpfe lassen die Arbeiter erst rein, wenn wir ihre drei Rätsel lösen. Für das erste Rätsel musst du alle Blöcke gelb färben. Wenn du Probleme hast, komm wieder zu mir. Okay. Gelb färben. Ne, so nicht. Das ist richtig.
Warte mal, wie war das nochmal? Ich mache es erstmal so. Genau. Ich glaube hier. Hier. Hä? Jetzt bin ich gerade ein bisschen planlos. Ja. Wow, Spyro, du hast es geschafft. Nicht, dass ich je an dir gezweifelt hätte. Komm für die nächste Herausforderung zum Teich. Gut, haben wir erledigt. Cool. Ich wusste das nicht mal, aber cool. Noch hier. Sehr schön. Läuft doch. Dieser Götze sagt, er hat Hunger und wird erst zufrieden sein, wenn er 10 Fische verschlungen hat. Sein Magen ist empfindlich. Er verträgt nicht alle Fischarten. Gut, Fische. Ah, ich muss sie da reinmachen, wa? Ja. Genau. Ist ja easy, komm rein damit. Die roten Eisen nicht gut, weiß ich Bescheid. Ach, daneben. Ja, die roten nicht. Das muss ich mir erstmal merken. Blau? Nein, warum mache ich das denn? Den? Nein. Den? Oh komm, oh, ich bin so doof. Scheiße. Warum mache ich das denn? Ah. Das ist nicht einfach. Man darf die roten nicht da reinschmeißen. Nur die gelben und blauen. Zum Glück hat man kein unendliches, zum Glück hat man kein Zeitlimit. Nur noch 2. Nur noch ein Rätsel. Komm für deine letzte Herausforderung zu den farbigen Steinen. Ja. War hier noch was?
Nein, nur ein Gegner. Hier weg. Spring in der richtigen Reihenfolge auf die Steine, um das Rätsel zu lösen. Ich weiß nur, welcher zuerst dran ist. Den Rest musst du selbst rausfinden. Okay, lass mich überlegen. Wenn man einen Stern, einen Mond, Quadrat, noch einen Mond und einen Kreis. Quadrat? Okay. Und das ist richtig? Fuck you! Nochmal von vorn. So, hab ich mir jetzt gemerkt. Stern, Kreis, Viereck. Nee? Nochmal von. Warte mal. Kreis. Das. Yes. Kreis, Mond. Ne, dann war es der Mond da hinten. Ja, komm, bla bla bla. So, dann gibt es jetzt noch den hier. Ne, dann war es das Viereck. Ach, scheiße. Fick doch die Hände. Und dann noch den. Gute Arbeit, Spyro. Du bist ziemlich schlau für einen Drachen. Ich habe für dich nur dieses glänzende Ding aus unserem Werkzeugkasten. So, 8. Mal nachdenken. Das ist ein Götze. Hä? Erstmal machen wir eh hier weiter, wenn wir noch nicht alles. Ne. Bei weitem nicht. Mach ich hier Aufgabe? Sieht sehr interessant aus, was man hier machen soll. Ach du Scheiße. Das waren noch Zeiten. Ich und Spyro 2, ah ja.
So, dann kann ich nämlich die Kiste endlich mal haben. Nice! Da komme ich hin. Sehr gut. Nein, nicht Spyro. Erstmal komplett diesen Götzen. Früher hieß es Götzenbach. Ja, oder? Doch. Das weiß ich noch, es hieß genauso. Hier wollte ich mal hin. Aber wie ich sehe, gibt's hier erstmal nichts. Oder? Ach, dann bin ich ja wieder hier. Nee, nee. Bla bla bla, ich will es nicht sehen. Tschüss. So, wir gehen jetzt mal dahin, wo ich noch nicht...